Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mascha und wir machen heute eine Ashtanga-Yoga-Klasse. Beim Ashtanga-Yoga praktizieren wir eine feste Serie. Das ist die Primary Series jetzt in unserem Fall. Es gibt auch mehrere Serien, also die sind durchnummeriert. Und ich habe jetzt für heute ein paar Asanas, also ein paar Posen aus der ersten Serie rausgenommen, damit wir das in einer relativ kurzen Zeit praktizieren können und von allem so ein bisschen was mit dabei haben, damit ihr einen Eindruck vom Ashtanga-Yoga bekommt. Und ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Spaß wie ich und euch gefällt die Klasse. Viel Spaß! Und dann starten wir hier direkt im Stehen. Komm an den Anfang deiner Matte, nimm die großen Zehen zusammen, die Fersen sind leicht auseinander. Samasthiti, richte dich hier auf, roll die Schultern nochmal zurück. Der Blick ist geradeaus. Und dann schließ nochmal für einen Moment die Augen. Nimm die Hände vor dem Herzen zusammen. Und nimm dir hier einen Moment Zeit, um dich auf deine Praxis vorzubereiten. Beobachte hier deine Atemzüge, versuch ganz gleichmäßig durch die Nase ein- und auszuatmen. Und dann starten wir direkt mit den Sonnengrüßen. Die erste Runde ist eine kleine Variation. Heb mit der nächsten Einatmung die Arme über den Kopf. Ausatmen, beug dich nach vorne, lass den Rücken ganz lang für Uttanasana. Du kannst gerne die Knie beugen. Einatmen, Adho Uttanasana, halbe Vorbeuge, hebt den Blick. Ausatmen, setz rechts zurück, links zurück. Einatmen in der Plank Pose. Ausatmen, setz Knie, Brustbein, Kinn auf der Matte ab. Und einatmen, Cobra Pose. Ausatmen, schieb dich zurück, herabschauender Hund. Und für den ersten herabschauenden Hund beug gerne mal abwechselnd die Beine. Wärm langsam hier die Rückseite der Beine auf. Die Wirbelsäule ganz lang werden. Und dann komm nochmal auf die Fußspitze nach oben, beug dann die Knie, schieb den Bauch Richtung Oberschenkel ran und fang dann ganz langsam an, die Beine zu strecken. Noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann mit der nächsten Einatmung setzt den rechten Fuß nach vorne, den linken Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana. Einatmen, hebt die Arme über den Kopf. Ausatmen, Samasthiti. Die nächste Runde mit Ashtanga Count. Ekam, inhale, hebt die Arme an. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, hebt den Blick, Rücken ist lang. Chaturvedi, exhale, sitzt links und rechts zurück. Geh durch einen Chaturanga oder Variation mit Knien auf der Matte. Pancha, inhale für den heraufschauenden Hund. Und shut, exhale, herabschauender Hund. Fünf tiefe Atemzüge jetzt hier im herabschauenden Hund. Die Zahlen, die ich jetzt hier nenne, das sind die Sanskrit-Zahlen von 1 bis 10. Der Sonnengruß ist quasi durchnummeriert und jede Bewegung hat eine Zahl. Das sind quasi die Sanskrit-Wörter, die ihr jetzt die ganze Zeit hört. Nehmt noch ein paar tiefe Atemzüge hier. Die nächste Nummer ist 7, Sapta, inhale, springt oder lauft nach vorne, kommt in eine halbe Vorbeuge. Ashtau, exhale, beug dich nach vorne. Nava, inhale, hebt die Arme an. Exhale, Samasthiti. Nochmal, Ekam, inhale, hebt die Arme über den Kopf. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, hebt den Blick. Chaturvedi, exhale, spring oder lauf zurück für Chaturanga. Pancha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana, der heraufschauende Hund. Shut, exhale, herabschauender Hund. Und fünf Atemzüge wieder hier. Schau, dass du die Wirbelsäule ganz lang machen kannst. Schieb die Sitzknochen zur Decke nach oben raus. Kannst gerne die Knie ein bisschen beugen, falls es für die Rückseite deiner Beine hier ein bisschen zu viel ist im herabschauenden Hund. Versuch dich ganz lang aus den Armen, aus den Schultern rauszuschieben. Noch einen Atemzug hier. Und dann Sapta, inhale, komm in eine halbe Vorbeuge. Ashtau, exhale, beug dich nach vorne. Nava, inhale, komm nach oben. Exhale, Samasthiti. Nochmal, Ekam, inhale. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, hebt den Blick. Chaturvedi, exhale, spring oder lauf zurück, Chaturanga.
Pancha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Shut, exhale, Adho Mukha Svanasana. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sapta, inhale, spring oder lauf nach vorne. Halbe Vorbeuge. Ashtau, exhale. Nava, inhale, richte dich auf. Desha, exhale. Ein letztes Mal. Ekam, inhale. Dui, exhale. Trini, inhale. Chatwari, exhale. Pancha, inhale. Shut, exhale. Fünf Atemzüge im herabschauenden Hund. Eins. Zwei. Drei. Vier. Da läuft eine kleine Taube vorbei. Und fünf. Sapta, inhale, spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ashtau, exhale. Nava, inhale. Desha. Gehen weiter zu Surya Namaskar B, der zweite Sonnengruß. Mit der Einatmung sinke nach unten für Utkatasana, die Chair Pose. Ausatmen, beug dich nach vorne, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, spring oder lauf zurück für Chaturanga oder deine Variation. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir gehen direkt weiter. Jetzt mit dem Einatmen kommt der rechte Fuß zwischen die Hände nach vorne. Die hintere Ferse ist aufgestellt und du richtest dich auf für einen Krieger 1. Hüfte zeigt parallel nach vorne. Bleiben hier ein bisschen länger als normalerweise, um diesen Bewegungsablauf genauer anzuschauen. Und ausatmen, setzt die Hände wieder ab durch ein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Wie eben auch, setzt mit der nächsten Einatmung den linken Fuß direkt zwischen die Hände nach vorne, setzt die rechte Ferse auf und richte dich auf, Krieger 1. Ausatmen, setz die Hände wieder auf der Matte ab, nimm den linken Fuß zurück und direkt in ein Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Fünf Atemzüge wieder hier. Nutz die Zeit hier im herabschauenden Hund, um immer wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Deine Atemzüge wieder länger werden zu lassen. Wir machen noch einen weiteren Surya Namaskar B und den dann wieder im Ashtanga Count, also mit Atmung und Bewegung miteinander verknüpft auch. Komm mit der nächsten Einatmung nach vorne in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich wieder nach vorne, Uttanasana. Einatmen für Utkatasana, Chair Pose. Ausatmen, Samasthiti. Die nächste Runde, Ekam, Inhale für Utkatasana. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, heb den Blick. Chatwari, exhale, spring oder lauf zurück. Chaturanga. Pancha, inhale, hör Urdhva Mukha. Shat, exhale, Adho Mukha. Sapta, inhale, komm direkt nach oben, Virabhadrasana 1. Ashtau, exhale, setz die Hände ab, geh direkt in ein Chaturanga. Nava, inhale, heraufschauender Hund. Desha, exhale, herabschauender Hund. Ekadesha, inhale, der linke Fuß kommt nach vorne, richte dich auf, Krieger 1. Dvedesha, exhale, Chaturanga. Triodesha, inhale, für Urdhva Mukha Svanasana. Und Chaturdesha, exhale, Adho Mukha Svanasana. Fünf Atemzüge wieder hier.
Komm ein bisschen zur Ruhe in deinem herabschauenden Hund. Wenn du eine Pause brauchst, komm gerne einfach kurz in eine Child's Pose nach unten. Seine Schultern, deine Hände einmal kurz ein bisschen entlasten. Wenn du in der Child's Pose warst, komm langsam wieder zurück in den herabschauenden Hund. Nimm noch einen Atemzug hier. Und dann mit der nächsten Einatmung spring oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich nach vorne. Einatmen für Utkatasana. Ausatmen, Samasthiti. Wir gehen weiter zu den stehenden Posen. Nimm die Hände jetzt einmal zu den Hüften. Spring die Füße hüftbreit auseinander für Padangusthasana. Mit dem Einatmen streck jetzt die Wirbelsäule ganz lang. Schau nach oben. Und ausatmen, beug dich hier nach vorne. Greif deine großen Zehen. Mach dich dann nochmal ganz lang mit der Einatmung. Und ausatmen, beug dich hier nach vorne. Lass die Ellenbogen nach außen ziehen. Du kannst gerne die Knie einfach ein bisschen gebeugt lassen. Das ist ein sehr intensiver Stretch hier für die Rückseite deiner Beine. Die Knie beugst, dann kannst du deinen Rücken vielleicht ein bisschen länger noch lassen. Versuch dein Becken ein bisschen zu kippen, sodass deine Sitzknochen zur Decke nach oben zeigen. Und lass den Rücken so lang wie möglich. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, heb den Blick. Ausatmen, Hände zu den Hüften. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, springen die Füße zusammen, Samasthiti. Mach jetzt einen Schritt über deine rechte Seite für Trikonasana. Dreh jetzt die rechten Zehen nach hinten auf. Die linken Zehen sind ganz leicht eingedreht. Heb deine Arme in einen T. Streck dich mit der Einatmung lang nach vorne und ausatmen. Setz die Hand auf dem Schienbein, vielleicht auch am Oberschenkel oder am Fuß ab. Und heb den linken Arm zur Decke nach oben. Trikonasana, das Dreieck. Wir bleiben hier wieder für 5 Atemzüge. Versuch deine rechte Hüfte unter deinem Körper ein bisschen weiter noch nach hinten rauszuschieben und mir deine komplette rechte Seite aufzuziehen. Beide Beine sind ganz gestreckt und aktiv. Und du blickst Richtung linke Hand nach oben. Der nächsten Ausatmung schau nach unten und einatmen, richte dich auf. Dann drehen wir uns über die linke Seite. Dreh die linken Zehen auf. Einatmen, schieb dich lang nach vorne. Und ausatmen, setz deine Hand wieder ab. Egal, wo sie ankommt, lass gerne die Hand auch einfach am Oberschenkel. Und heb dann den rechten Arm zur Decke nach oben. Blick Richtung rechte Hand nach oben. Und jetzt stell dir vor, du willst eine schöne Ebene mit deinem Körper bilden. Dein Oberkörper ist direkt über deinen Beinen, sodass dein Po nicht raussteht oder nach innen gezogen ist. Und versuch deinen oberen Rücken hier ein bisschen aufzudrehen, dass dein Brustkorb zur Seite zeigt. Ausatmen, schau nach unten. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Samasthiti am Anfang deiner Matte. Mach wieder einen Schritt über die rechte Seite. Wir gehen weiter in Pavrita Trikonasana, die getwistete Variation. Heb mit dem Einatmen den linken Arm an. Ausatmen, zieh dich ganz lang nach vorne und setz dann die linke Hand entweder auf dem rechten Unterschenkel oder neben dem rechten Fuß auf und die rechte Hand zieht Richtung Decke nach oben. Deine Hüfte ist hier jetzt parallel gerichtet. Und du willst den Twist im oberen Rücken haben. Wenn du dir unsicher bist, ob die Position richtig ist, schau vielleicht noch mal kurz hier aufs Video. Meine hinteren Zehen sind auch leicht nach vorne gedreht. Du willst die vordere Ferse ungefähr in einer Linie mit der hinteren Ferse haben. Richte dich dann wieder auf mit der Einatmung. Wir drehen uns über die linke Seite. Heb mit der Einatmung den rechten Arm nach oben an. Streck dich ganz lang nach vorne und setz dann die rechte Hand entweder auf dem linken Unterschenkel oder vielleicht am Fuß ab, vielleicht auch neben dem linken Fuß. Und dann heb den rechten Arm zur Decke nach oben. Du wirst dir jetzt vorstellen, dein Becken ist ganz stabil hier in der Mitte parallel zur Matte gerichtet und die Wirbelsäule wächst ganz lang aus deinem Becken raus. Und der Twist kommt dann hier im oberen Rücken. Roll die linke Schulter zurück. Ausatmen, schau zu deiner rechten Hand nach unten. Einatmen, richte dich auf. Und ausatmen, Samasthiti am Anfang deiner Matte. Mach wieder einen Schritt über die rechte Seite für Parsvakonasana. Beug das rechte Knie. Das Knie zeigt über die Zehen nach vorne. Setz dann deinen rechten Unterarm auf dem Oberschenkel ab und zieh deine linke Hand über den Kopf nach oben. Entweder du bleibst hier oder vielleicht kannst du auch die rechte Hand neben dem rechten Fuß absetzen, um ein bisschen tiefer noch in die Position zu gehen. Lass, egal wo du bist, deine Hüfte nach unten sinken und presst die Außenkante deines linken Fußes in die Matte rein.
Dann wirst du versuchen, deinen Brustkorb hier zur Decke nach oben aufzudrehen, Blickrichtung linke Hand nach oben. Und dann mit deiner nächsten Einatmung richte dich wieder auf und wir drehen uns über die linke Seite. Beug dein linkes Knie, einatmen, schieb dich lang nach vorne, setz dann den Unterarm auf dem Oberschenkel ab und zieh den linken Arm über den Kopf nach oben. Du wirst so eine ganz gerade Linie hier bilden, zwischen der Außenkante des rechten Fußes und den Fingerspitzen. Und dann lass deine Hüfte hier wieder nach unten sinken. Schau, dass dein vorderes Knie nicht nach innen oder außen fällt. Ausatmen, schau nach unten. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Samasthiti, komm zurück an den Anfang deiner Matte. Und dann gehen wir jetzt weiter in Uttita Hasta Parangusthasana. Ich drehe mich jetzt einmal Richtung Kamera, damit du mich besser sehen kannst. Das linke Bein ist das Standbein. Heb einmal das rechte Knie vor dir an. Du kannst entweder jetzt hier bleiben und das Knie vor dir halten oder vielleicht greif den großen Fußzeh und streck dein langsames Bein vor dir aus. Versuch die Hüfte parallel nach vorne gerichtet zu lassen. Zieh vielleicht die Fußzehen zu dir ran. Versuch ganz aufrecht stehen zu bleiben. Das Standbein ist ganz gestreckt. Lächel vielleicht mal. Und dann öffne jetzt das Bein über die rechte Seite und schau über deine linke Schulter. Lass deine Hüfte, dein Becken so gut es geht nach vorne gerichtet und öffne wirklich nur das Bein über die Seite. Wenn es zu viel ist, greif einfach dein Knie und öffne das Knie über die Seite. Bleib hier ganz aufgerichtet stehen. Und dann komm wieder zurück zur Mitte mit der Einatmung. Und dann löse hier den Fuß, nimm beide Hände zu den Hüften und halte hier für 5. Aktiviere deine Bauchmuskulatur. Versuche dich nicht nach hinten zu lehnen, sondern ganz aufrecht stehen zu bleiben. Und halte hier dein Bein wirklich mit Hilfe deiner ganzen Core-Muskulatur. Und ausatmen, setz den Fuß wieder ab. Locker kurz mal die Beine. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Heb jetzt einmal das linke Knie vor dir an. Und entweder du bleibst hier oder du greifst die großen Fußzehen und streckst das Bein langsam vor dir aus. Ich zeige euch jetzt hier mal die Variation. Bleib einfach hier stehen mit dem Knie vor dir angewinkelt. Egal wo du bist, richte dich auf, Blick ist geradeaus. Und dann öffne jetzt hier das Bein über die Seite, schau über deine rechte Schulter. Komm in diese Hüftöffnung, lass das Becken weiterhin nach vorne zeigen. Und dein Standbein ist ganz gestreckt und ganz aktiv. Aktiviere auch die Po-Muskulatur. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Löst dann das Knie, nimm beide Hände zu den Hüften. Und entweder du lässt das Knie angewinkelt oder du streckst vielleicht ganz langsam das Bein. Und halte dann hier. Lächel vielleicht nochmal. Denk dran, du willst den kompletten Core aktivieren. Die Beine auch ganz aktiv, der Po arbeitet mit. Und ausatmen, lösen, locker mal die Beine. Und dann komm zurück ins Samasthiti. Gehen durch ein Vinyasa mit der Einatmung die Arme an. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, heb den Blick. Chaturvarga, exhale, spring oder lauf zurück für Chaturanga. Pancha, inhale, Urdhva Mukha Svanasana. Shat, exhale, Adho Mukha Svanasana. Wir kommen direkt wieder nach vorne, Sapta für Utkatasana. Kommen wir direkt in diese Chair Pose. Lass die Knie gebeugt, die Hüfte sinkt nach unten, streck die Arme nach oben aus. Du kannst die Hände entweder schulterbreit auseinanderlassen oder vielleicht die Hände zusammennehmen. Blick ist Richtung Hände nach oben. Dein Gewicht ist in den Fersen, sink vielleicht noch mal ein kleines bisschen mehr nach unten. Und mit der nächsten Ausatmung setzt die Hände ab und spring oder lauf zurück durch ein Vinyasa. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Es geht direkt weiter, nimm den rechten Fuß zwischen deine Hände für den Krieger 1. Setz die linke Ferse auf, heb den Oberkörper an, heb die Arme an. Jetzt schau, dass dein Becken gerade nach vorne zeigt. Du kannst gerne mal die Hände an die Hüften nehmen und dann schieb jetzt die linke Hüfte noch ein bisschen mehr nach vorne und zieh die rechte zurück.
Heb die Arme Richtung Himmel an und dann schau Richtung Hände nach oben. Dein vorderes Bein ist gebeugt. Und dann wechseln wir jetzt die Seiten. Dreh dich direkt über die linke Seite. Beug das linke Bein. Und komm hier in den Krieger 1. Versuch den unteren Rücken so lang wie möglich zu lassen. Und auch hier wieder stell dir vor, du ziehst die linke Hüfte ein bisschen zurück und schiebst die rechte Hüfte nach vorne. Es ist relativ viel Öffnung hier für den rechten Hüftbeuger. Und dann gehen wir weiter in den Krieger 2. Öffne jetzt die Hüfte über die Seite, mach vielleicht den Schritt ein bisschen größer. Beug dann wieder dein linkes Bein, wir bleiben auf der linken Seite. Die Hüfte zeigt jetzt zur seitlichen Wand oder was auch immer neben euch ist. Zieh die Arme hier auseinander und sink mit der Hüfte nach unten. Leg es über deine linke Hand. Und dann streck dein linkes Bein, dreh dich über die rechte Seite, beug dein rechtes Knie für Virabhadrasana 2, den Krieger 2 auf der rechten Seite. Schau, dass dein unterer Rücken lang ist, dein Knie nicht nach innen oder außen fällt. Und wird deine Wirbelsäule hier ganz mittig über dem Becken nach oben gewachsen lassen. Und dann mit der nächsten Ausatmung setzt deine Hände neben dem vorderen Fuß auf. Und dann geh direkt durch ein Vinyasa Chaturanga mit der Ausatmung. Einatmen Urdhva Mukha. Ausatmen Adho Mukha. Nimm ein paar Atemzüge hier im herabschauenden Hund. Streck die Wirbelsäule ganz lang, lass den Nacken locker hängen. Und dann kommen wir zu den sitzenden Posen. Schau zu deinen Händen nach vorne und komm dann zum Sitzen nach vorne. Streck die Beine einmal vor dir aus, wir gehen in Dandasana. Die Beine sind ganz lang, flex die Füße, setz die Hände neben der Hüfte auf. Roll die Schultern zurück, richte hier den Oberkörper auf, streck die Arme und dann lass dein Kinn Richtung Brustbein nach unten sinken. Das ist jetzt so eine Position, die kannst du potenziell ganz, ganz entspannt verbringen oder du kannst dir wirklich alles anspannen, was ich jetzt gerne hätte, dass du hier machen sollst. Also presst die Hände in die Matte rein und versuch den Brustkorb durch die Arme nach vorne durchzuschieben. Zieh die Zehen noch ein bisschen mehr zu dir ran. Und dann mit der nächsten Ausatmung kreuz die Beine, spring oder lauf zurück, Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha. Und komm direkt wieder zum Sitzen nach vorne. Wir gehen in Purvottanasana. Für die Variation stell die Hände hinter dir auf, die Fingerspitzen zeigen zu deiner Hüfte. Und dann heb dich hier in so eine umgekehrte Tabletop-Position an. Entweder du bleibst hier oder du streckst die Beine für die volle Position und heb dich hier nach oben. Wenn du die Beine gestreckt hast, wirst du die Fußzehen auf der Matte absetzen. Du schiebst dich hier richtig schön aus den Schultern nach oben raus, aktivier die Beine, egal in welcher Variation du bist. Der Po ist angespannt und heb dich hier nach oben. Und mit der Ausatmung sink wieder nach unten, zieh die Knie zu dir ran, roll über deine Beine, spring oder lauf zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Dann schau zu deinen Händen nach vorne, komm direkt wieder zum Sitzen nach vorne. Wir machen jetzt noch eine von den Vorbeugen. Triang Mukha Ekapada Paschimottanasana. Beug einmal das rechte Knie und setz jetzt den rechten Fuß neben deiner Hüfte auf. Die Knie sind ungefähr eine Faustbreite auseinander. Und du willst die rechte Hüfte auch auf der Matte liegen haben. Also beide Seiten deiner Hüfte, beide Pobacken liegen auf der Matte. Von hier aus einatmen, richte dich auf. Und dann ausatmen, beug dich über das gestreckte linke Bein nach vorne, ohne dass sich die rechte Hüfte anhebt. Du kannst gerne dein linkes Bein ein bisschen beugen, wenn es für deine Rückseite des Beines zu viel ist, diese Vorbeuge. Versuch den Rücken ganz lang zu lassen. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, lösen, vielleicht ein kleiner Lift. Und Seitenwechsel. Streck jetzt das rechte Bein. Nimm den linken Fuß neben die linke Hüfte. Schau, dass deine Knie ungefähr eine Faustbreite auseinander sind. Richte dich hier auf. Beide Hüftseiten sind in die Matte gepresst. Und dann beug dich lieber das gestreckte rechte Bein nach vorne. Ganz gerne wieder das Bein ein bisschen beugen. Versuch den Rücken ganz lang zu lassen. Das Brustbein schiebt nach vorne. Und der Bauch will Richtung Oberschenkel ran. Der Einatmung hebt den Blick.
Ausatmen, lösen und direkt durch ein Vinyasa. Wenn es dir zu viel wird mit den Vinyasas, kannst du gerne auch direkt in den herabschauenden Hund. Ansonsten Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Schau dann wieder zu deinen Händen, komm zum Sitzen nach vorne. Stell die Füße vor dir auf. Wir gehen in Navasana, bisschen mehr Bauchmuskeltraining noch. 3 Runden jetzt hier. Heb deine Unterschenkel parallel zur Matte an und streck deine Arme. Pointe gerne deine Füße, presse die Beine gegeneinander. Und mit der Ausatmung kreuz die Arme über dem Brustkorb, komm bis kurz über die Matte nach unten, streck die Beine und einatmen, richte dich wieder auf für die 2. Runde Navasana. Versuch deinen Oberkörper hier ganz aufrecht zu halten. Entspann dein Gesicht. Und ausatmen, komm wieder bis kurz über die Matte nach unten. Einatmen, richte dich auf. 3. Runde Navasana. Du kannst dich auch immer gerne halten an den Oberschenkeln, wenn es zu viel wird. Wenn es noch nicht viel genug ist, streck jetzt einfach die Beine für die 3. Runde Navasana. Ausatmen, komm nach unten bis kurz über die Matte. Einatmen, richte dich auf. Roll dich über deine Knie durch ein Vinyasa. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, herabschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Komm dann auf die Fußzehen und spring oder lauf auf die Außenkanten deiner Hände für Malasana. Lass die Zehen jetzt leicht nach außen zeigen. Beug die Knie, nimm die Hände vor dem Herzen zusammen, lass die Hüfte nach unten sinken. Schieb's jetzt mit den Ellenbogen ein bisschen in die Knie. Und pass auf, dass du hier nicht einfach so nach unten sinkst. Ich habe es gerade kurz vorgemacht. Du willst den Rücken hier schön lang lassen. Aktiviere gerne die Beine und den Po und musst gar nicht so weit nach unten kommen. Die Knie wollen über die Zehen zeigen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Dann löst die Hände, spring oder lauf zurück für Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Schau dann zu den Händen nach vorne, komm zum Sitzen nach vorne. Stell deine Füße auf, wir kommen jetzt für die Rückbeugen zum Liegen nach unten. Roll dich hier Wirbel für Wirbel ganz langsam bis auf die Matte nach unten. Wir machen 3 Runden Rückbeugen. Stell die Füße jetzt für die 1. Runde einmal hinter der Hüfte auf. Du willst mit den Fingerspitzen die Fersen berühren können. Und dann die 1. Runde Bridge Pose. Heb jetzt die Hüfte Richtung Decke an. Po ist aktiviert. Und dann verschränk die Hände unter deinem Rücken. Presst die Handflächen ineinander. Roll die Schultern zusammen, sodass die Schulterblätter unterm Rücken zusammenkommen. Und öffne jetzt hier den Brustkorb. Deine Beine sind ganz aktiv und du schiebst die Hüfte noch ein bisschen mehr nach oben raus. Noch einen tiefen Atemzug hier und ausatmen. Lass die Hüfte nach unten sinken. Nimm die Füße einmal mattenbreit auseinander. Lass die Knie ineinander fallen. Kurze Pause. Dann stell deine Füße wieder hüftbreit auf. Für die 2. Runde heb mit dem Einatmen wieder die Hüfte an. Verschränk die Hände ineinander, roll die Schultern unterm Körper zusammen und versuch den Brustkorb hier noch ein bisschen mehr zu öffnen. Lass den unteren Rücken ganz lang, wenn du kannst, und versuch wirklich den oberen Rücken zu öffnen. Und mit der Ausatmung sink dann wieder langsam nach unten, löst die Hände. Nimm die Füße wieder mattenbreit auseinander, lass die Knie ineinander fallen. Dann nimm einmal deine linke Hand auf den Brustkorb, die rechte Hand auf den Bauch. Spür hier mal kurz deinen Herzschlag. Und für die 3. Runde kannst du entweder nochmal in so eine Bridge Pose kommen oder in Urdhva Dhanurasana. Das sage ich jetzt einmal an. Streck einmal die Arme über den Kopf als kleine Vorbereitung. Mach die Arme ganz lang. Und dann setz die Hände unter den Schultern auf. Stemm dich dann nach oben, sodass du deinen Scheitelpunkt auf der Matte absetzen kannst und dann streck von hier aus langsam die Arme für Urdhva Dhanurasana. Kannst ein bisschen gucken, wie weit hier der Abstand sein muss. Vielleicht kannst du deine Hände noch ein bisschen weiter reinlaufen. Lass den Nacken locker hängen. Aktiviere deine Po-Muskulatur und schieb hier ein bisschen mehr Gewicht noch in die Hände rein, dass du wirklich den oberen Rücken, die Schultern hier öffnen kannst. Noch einen tiefen Atemzug hier. Und ausatmen, komm ganz vorsichtig wieder nach unten. Und diesmal zieh die Knie zu dir ran, massiere ein bisschen den unteren Rücken, schaukel von Seite zu Seite. Und dann öffne deine Hände in eine T-Position
und lass die Knie einmal über die rechte Seite fallen. Schau wieder deine linke Schulter für so einen sanften Twist hier im Liegen. Komm mit der Einatmung zurück zur Mitte und ausatmen. Lass die Knie über die linke Seite fallen. Schau über deine rechte Schulter. Spür deinen Herzschlag, der ist meistens ein bisschen schneller nach den Rückbeugen. Das sind Herzöffner auch, sagen wir im Yoga. Und dann komm zurück zur Mitte, zieh die Knie zu dir ran. Schauke ein bisschen von Seite zu Seite und dann auch von vorne nach hinten entlang deiner Wirbelsäule. Komm dann zum Sitzen nach oben. In eine Vorbeuge, Paschimottanasana. Ganz gerne zuerst in so eine gebundene Variation kommen. Ich mache das immer gerne nach den Rückbeugen vor allem, weil es so eine kontrollierte Position ist. Du greifst jetzt die Ellenbogen unter deinen Oberschenkeln und presst den Bauch auf die Oberschenkel. Und dann versuch diese Verbindung zu halten und schieb dann die Ferse ein bisschen weiter nach vorne raus, ohne dass sich der Bauch von den Oberschenkeln löst. Und dann lass den Kopf einfach sinken. Schließ gerne auch die Augen. Entweder du bleibst hier in dieser gebundenen Variation oder wenn du möchtest, kannst du auch die Ellenbogen lösen, mit den Fingern nochmal die großen Zehen greifen für ein Paschimottanasana. Egal wo du bist, versuch den Rücken ganz lang zu strecken und richte den Fokus hier ein bisschen nach innen. Schau, wie du dich jetzt fühlst. Wir kommen gleich noch zu der Umkehrhaltung und dann sind wir fast am Ende angekommen. Richte dich dann auf mit der Einatmung und Ausatmung durch ein Vinyasa, spring oder lauf zurück, Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Schüttel hier mal ein bisschen den Kopf, ja, nein, lass den Nacken ganz locker hängen. Bring vielleicht nochmal ein bisschen Bewegung in deine Beine. Und dann komm zum Sitzen einmal auf deine Fersen. Ich zeige dir jetzt verschiedene Optionen für die Umkehrhaltung. Für die erste Option ist ein bisschen Kräftigung und Öffnung für die Schultern. Das ist eine Dolphin Pose. Setz die Unterarme auf der Matte ab und komm dann in wie so einen herabschauenden Hund auf den Unterarm. Das nennt sich Dolphin Pose. Du willst jetzt auch hier den Rücken ganz lang lassen, die Hüfte Richtung Decke nach oben schieben. Und wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen mehr Kräftigung hinzufügen und deine Schultern jetzt nach vorne schieben, den Kopf Richtung Hände und dann wieder zurück. Einfach ein paar Mal so ein bisschen die Schultern kräftigen als Vorbereitung für die Umkehrhaltung. Oder wenn du den Kopfstand auch praktizierst, dann gehen wir jetzt in den Kopfstand. Nimm einmal deine Hände, verschränk sie ineinander. Die Ellenbogen sind schulterbreit auseinander, setz den Kopf zwischen den Händen auf. Und dann heb die Hüfte an, lauf die Füße ein bisschen näher Richtung Ellenbogen ran und dann ohne zu springen, ganz, ganz wichtig, um hier sicher zu bleiben, heb vielleicht mal den rechten Fuß Richtung Po ran, den linken Fuß, wenn du hier so ein bisschen in der vorbereitenden Position bleiben willst, oder heb ganz langsam beide Füße an, mach das ganz kontrolliert und streck dann langsam die Beine aus für Shirshasana, den Kopfstand. Aktiviere im Kopfstand deine Chormuskulatur, deine Schultern, schieb dich aus den Schultern nach oben raus, du willst noch mehr Gewicht in den Armen haben als im Kopf und presst die Beine richtig schön gegeneinander, aktiviere die Po-Muskulatur, pointe oder flexe gerne die Füße, Hauptsache du hast auch Spannung hier in den Füßen. Und entweder du bleibst hier oder wenn du dieses L-Shape praktizierst, flexe die Füße, schieb die Hüfte langsam nach hinten und lass die Beine nach unten sinken, bis sie in einem rechten Winkel angekommen sind. Das ist sehr, sehr anstrengend für den ganzen Core, die Bauchmuskeln sich hier zu halten. Und dann komm langsam wieder zurück nach oben. Streck die Beine nochmal aus. Und dann sink dann so langsam wie möglich mit den Füßen wieder Richtung Matte nach unten. Und komm einmal in eine Child's Pose nach deinem Kopfstand. Wenn du eine der anderen Übungen gemacht hast, komm jetzt auch in eine Child's Pose nach unten. Nimm die Arme entlang des Körpers und lass die Schultern hier ganz locker hängen. Entspann dich für einen kurzen Moment.
Streck dann deine Arme langsam wieder nach vorne aus und komm in einen herabschauenden Hund. Entweder du bleibst hier oder wenn du möchtest, geh nochmal durch einen Vinyasa, ausatmen für Chaturanga, einatmen Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen Adho Mukha Svanasana. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein, durch den Mund aus, locker nochmal den Kopf hier und dann komm wieder zum Sitzen nach vorne. Komm in eine aufrechte Sitzposition, verschränk gerne die Unterschenkel voreinander, dann nimm Daumen und Zeigefinger zusammen, lass die Handrücken auf den Knien ablegen, streck die Arme und lass jetzt dein Kinn Richtung Brustbein sinken für Padmasana. Ein paar Atemzüge hier, um zur Ruhe zu kommen. Beobachte hier deine Atmung, du kannst gerne auch die Atemzüge zählen. Versuche wirklich mit deinen Gedanken hier ganz bei dir zu bleiben. Der nächsten Einatmung öffne wieder die Augen und ausatmen durch ein Vinyasa, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Wir kommen jetzt noch ein letztes Mal zum Stehen nach vorne, mit der Einatmung springen oder lauf nach vorne, halbe Vorbeuge. Ausatmen, beug dich nach vorne. Einatmen, heb die Arme an, komm zum Stehen. Ausatmen, Samasthiti. Wir gehen durch ein letztes Vinyasa. Ekam, inhale, heb die Arme an. Dui, exhale, beug dich nach vorne. Trini, inhale, heb den Blick. Chatwari, exhale für Chaturanga. Pancha, inhale, heraufschauender Hund. Chat, exhale, herabschauender Hund. Und dann Sapta, komm zum Sitzen nach vorne für Shavasana. Lass dich langsam zum Liegen auf den Rücken nach unten. Streck die Beine aus, nimm die Arme entlang des Körpers, lass die Handflächen nach oben zeigen. Lass die Füße einfach nach außen fallen. Für die Endentspannungspose hier, nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Versuch dann alle Anspannung loszulassen. Die Atmung ganz natürlich fließen zu lassen für die nächsten paar Minuten hier in Shavasana. Dann fang ganz langsam an, deine Atmung wieder ein bisschen tiefer werden zu lassen. Bring wieder Bewegung zurück in den Körper. Beweg mal die Hände, die Füße. Streck dich vielleicht nochmal ganz lang über den Kopf nach oben. Und dann mach dich nochmal ganz klein, komm zum Liegen auf eine Seite. Lass die Augen gerne noch geschlossen, komm in deinem Tempo nochmal in eine aufrechte Sitzposition nach oben. Den Moment Zeit, um hier in dich zu gehen. Schau, wie du dich jetzt fühlst nach der Stunde. Und dann nimm deine Hände vor dem Herzen zusammen.
Danke dir selbst dafür, dass du die Zeit und Energie gefunden hast, heute Yoga zu praktizieren. Schenk dir mal ein Lächeln. Wenn du möchtest, sing ein Om für dich. Und dann nimm die Hände zur Stirn für klare Gedanken, zum Mund für ehrliche Worte, zum Herzen beug dich nach vorne. Namaste, freut mich, dass du dabei warst, freut mich, dass du mit mir zusammen diese bisschen kürzere Ashtanga-Yoga-Klasse praktiziert hast. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß dabei. Ich praktiziere selbst sehr, sehr gerne Ashtanga-Yoga und unterrichte es auch sehr viel und gerne. Und schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare, sag mir, wie du dich dabei gefühlt hast, klick auf den Gefällt mir-Button, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere gerne meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Videos zu sehen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!